Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde, in diesem Jahr wird ja in Deutschland das 40-jährige Jubiläum der 68er-Bewegung in der Öffentlichkeit ausgiebig gefeiert. Natürlich einseitig, verharmlosend und oftmals irreführend. Dabei hat diese Bewegung in Deutschland durch ihr Wirken seit den 70er Jahren Entscheidendes verändert. Die 68er bezogen ihre Ideen vor allem von der sogenannten Frankfurter Schule, die heute schon mehrfach erwähnt wurde. Über diese Schule und die von ihr entwickelte neomarxistische kritische Theorie urteilte der Hohenheimer Politologe Günter Rohrmoser schon vor 30 Jahren sehr zutreffend: Ohne Kenntnis dieser Theorie wird man heute nicht verstehen können, was gegenwärtig ist. Denn diese Lehre bilde die Theorie für den fundamental gegen die Grundlagen der technischen Gesellschaft sich richtenden Angriff. Und dieses Urteil gilt in Deutschland heute mehr denn je, insbesondere nachdem rot-grüne und rot-rote Koalitionen zur Herrschaft gelangt sind und die SED-Nachfolgepartei PDS in der neuen Partei der Linken wieder politische Bedeutung gewonnen hat. Die neomarxistische Frankfurter Schule wurde seit den späten 50er Jahren politisch in Westdeutschland bedeutsam und konnte ihre Ideologie vor allem durch die 68er verbreiten. Diese traten ein für die Kritik aller bestehenden, meist als Unterdrückungsverhältnisse behaupteten gesellschaftlichen Beziehungen, für die Umwälzung des politischen Verhältnisses und die Einführung eines Rätesystems, für die totale Umerziehung der Deutschen und eine umfassende Vergangenheitsbewältigung, für die Zerstörung aller Traditionen und zeitlosen Werte, für die Demokratisierung aller Lebensbereiche, für die schrankenlose Emanzipation und den Abbau aller Bildungen, aller Bindungen und Verpflichtungen, für die Auflösung der Familie und die Beförderung von Randgruppen, für die Freigabe der Pornografie und die Sexualisierung aller Bereiche. Die Frankfurter Schule und die 68er als ihre Zöglinge wurden dadurch zum Schrittmacher für die in den letzten Jahrzehnten auftretenden Auflösungserscheinungen in Staat und Gesellschaft, insbesondere im Bildungswesen. Sie führten die antiautoritäre Erziehung ein und müssen nun Wachmänner und Schutzleute vor den Schulen aufziehen lassen. Durch die Zerstörung des Volks- und Heimatbegriffs und die falsche Deutung der Gleichheit aller Menschen schufen sie die Voraussetzungen sowohl für die Masseneinwanderung von Ausländern und die Überfremdung der Deutschen als auch für die dann einsetzende Umweltzerstörung. Ihr ausgesprochener Antibiologismus trug wesentlich zum derzeitigen Wirklichkeitsverlust der Deutschen bei. Ihr Angriff auf deutsche Identität war ein Generalangriff auf die deutsche und die europäische Kultur. Er hatte die Auswirkungen einer umwälzenden Kulturrevolution. Jürgen Habermas, auf den ich nachher noch zu sprechen komme, einer der führenden Köpfe dieser Bewegung, nannte später voll Genugtuung einmal 6 Veränderungen, die durch diese Umwälzungen zwischen 1960 und 1980 erreicht worden seien. Nämlich erstens die Entchristlichung der Öffentlichkeit, zweitens die Entinstitutionalisierung der Gesellschaft, drittens die Entethisierung des Rechtes, viertens die Entkriminalisierung des Verbrechens, fünftens die Entpathologisierung der Krankheit und sechstens die Entethisierung der Kunst. Daraus geht schon hervor, dass Auflösung, Zersetzung und Verneinung das Hauptprogramm der 68er waren. Diese haben uns zudem als eine der schlimmsten Sachen die Gutmenschen verschafft, die mit heiligem Fanatismus und einem wirklich einer besseren Sache würdigen Idealismus die Welt verbessern wollen und sie dabei immer mehr gefährden. Die 68er sind auch deswegen allein schon keineswegs mit der schöpferischen und kulturbewussten deutschen Jugendbewegung der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu vergleichen, was oftmals geschichtsfälschend versucht wird. Und das Bestürzende und Gefährliche an dieser Entwicklung ist, dass dieses verheerende Wirken der 68er vom deutschen Normalbürger gar nicht wahrgenommen wurde und wird. Viele kennen den Begriff Frankfurter Schule nicht einmal. Verharmlosend titelte der Spiegel im vorigen Jahr noch über die 68er: Es war nicht alles schlecht, was sie brachten. Gnade für die 68er. Für die Beurteilung der Bedeutung der Frankfurter Schule ist es nun ganz interessant, einen kurzen Überblick über deren Geschichte zu geben. Im Jahre 1923 wurde von marxistischen jüdischen Intellektuellen um Friedrich Pollock und Max Horkheimer
in Frankfurt am Main das Institut für Sozialforschung, die Keimzelle der Frankfurter Schule, gegründet. Seine Finanzierung übernahm Felix Weil, der Sohn eines wohlhabenden, aus Deutschland nach Argentinien ausgewanderten jüdischen Getreidegroßhändlers. In einer Geschichte der Frankfurter Schule, aus dieser Frankfurter Schule selbst, heißt es über die Beweggründe von Weil zur Finanzierung, ich zitiere, es war Weils Herzenswunsch, eine Einrichtung in der Art des Moskauer Marx-Engels-Instituts zu schaffen, ausgerüstet mit einem Stab von Professoren und Studenten, Bibliotheken und Archiven, die er eines Tages einem siegreichen deutschen Rätestaat nach sowjetischem Vorbild zu stiften hoffte. Das Institut wurde damals lose der Frankfurter Universität angegliedert. Sein Leiter gehörte zu deren Lehrkörper. Erster Direktor wurde der in Rumänien als Sohn jüdischer Eltern geborene Jurist Karl Grünberg. Dieser war vorher während seiner Wiener Lehrzeit zum Vater des Austromarxismus geworden. Und er wurde der erste erklärte Marxist auf einer deutschen Hochschule. Bei der Eröffnung des Institutsneubaus in der Frankfurter Senckenberg-Anlage erklärte er im Juni 1924, auch ich gehöre zu den Gegnern der geschichtlich überkommenen Wirtschafts-, Gesellschafts- und Rechtsordnung und zu den Anhängern des Marxismus. Nicht von ungefähr gab es damals auch deswegen eine enge Verbindung des marxistischen Kreises um Grünberg zur kommunistischen Sowjetunion und besonders zum ideologisch maßgebenden Moskauer Friedrich-Engels-Institut, Marx-Engels-Institut. Und alle Mitglieder und Doktoranden des Instituts waren bis in die 30er Jahre hinein Mitglieder und Freunde der KPD. Neben dem Marxismus und dem Kommunismus war es eine weitere Gemeinsamkeit, die alle Institutsangehörigen und Mitarbeiter verband, nämlich ihre Herkunft. Ich darf zitieren, die zur ersten Generation der Frankfurter Schule gehörten, waren alle Juden. Nach Grünbergs Tod übernahm 1930 Max Horkheimer die Leitung des Instituts für Sozialforschung. Er vertiefte die Verbindung zu dem 1929 in Frankfurt gegründeten Institut für Psychoanalyse, von dem wir vorhin ja auch schon gehört haben, unter dem Freud-Schüler Karl Landauer und verband damit den Marxismus und die Psychoanalyse zum Neomarxismus. Da der Begriff Marxismus durch den damals im Westen bekannt gewordenen Terror Stalins belastet war, wurde die Bezeichnung kritische Theorie in der Folgezeit als Tarnbegriff für marxistische Theorie benutzt. Später wurde dann der Name Frankfurter Schule üblich. Zu den bekanntesten Angehörigen des Instituts gehörten neben den schon genannten Horkheimer und Pollock auch Theodor Adorno, geboren als Wiesengrund, wie wir vorhin schon gehört haben, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal und Erich Fromm. Die ganz offen bekannte marxistische, kommunistische Ausrichtung des Institutes sowie die Tatsache, dass alle Mitarbeiter Juden waren, führten dann im März 1933 zur Schließung des Instituts in Frankfurt und im Juli 1933 zur Beschlagnahme. Doch schon zwei Jahre vorher, ab 1931, hatte Horkheimer vorausschauend ein Zweiginstitut in Genf errichtet unter Friedrich Pollock und das Institutskapital ins Ausland überführt, sodass die Arbeit über zeitweilige Zweigstellen in Genf, Paris und London ab 1934 in New York weitergeführt werden konnte, wo das Institut dann an der Columbia-Universität kostenlos Räume zur Verfügung gestellt bekam. Hier wurde dann die kritische Theorie unter Max Horkheimer weiterentwickelt und im Zweiten Weltkrieg wurde dort vor allem an der geplanten Umerziehung der Deutschen gearbeitet. Schon ein Jahr nach dem Kriegsende, 1946, traten Vertreter der Stadt Frankfurt und ihrer Universität an Horkheimer heran, damit er mit seinem Institut an den Main zurückkehre. Und er kam dann, drei Jahre später, 1949, mit Adorno und Pollock wieder nach Deutschland zurück. Andere Mitarbeiter gingen an die Universität Leipzig, wie Henrik Grossmann und Ernst Bloch, oder nach Berlin, wie Arkadi Gutland. Mit kräftiger Unterstützung der Besatzungsmächte entfaltete das Frankfurter Institut dann bald eine bedeutende Wirksamkeit durch Veröffentlichungen, Vorträge und Begriffsprägungen. Das an den Hochschulen damals neu eingeführte Fach der Politologie, vorzugsweise mit Emigranten besetzt, vertrat größtenteils dann diese Richtung. Der schon in den vorangegangenen Jahrzehnten wissenschaftlich widerlegte Marxismus fand so als Neomarxismus wieder Eingang in Deutschland und es gelang ihm, unter den in der Bundesrepublik heranwachsenden Jungakademikern großen Anklang zu finden, nachdem die skeptische Generation, die Kriegsgeneration,
die den Bolschewismus im Osten kennengelernt hatte, Mitte der 50er Jahre die Hochschule verlassen hatte. Die junge, unerfahrene und im beginnenden Wohlstand aufgewachsene Generation wurde mit scheinhumanitären Folgerungen und neuen Begriffen gefangen genommen. Dazu gehören, und ich lasse jetzt die an sich dazugehörenden Anführungszeichen weg, Demokratisierung aller Gesellschaftsbereiche, Schaffung repressionsfreier Räume, permanente Diskussion bis zum Konsens, Emanzipation von allen Pressionen, Selbstverwirklichung auf Kosten der Gemeinschaft, Transparenz aller Entscheidungen, Optimierung des persönlichen Glücks nach dem Prinzip maximalen Lustgewinns, Abschaffung des Leistungsprinzips, Abbau von Eliten, Nivellierung der Leistungs- und Einkommensverhältnisse, Überwindung der durch die Technik verursachten Entfremdung. Dadurch wurde diesen jungen Menschen an den Hochschulen die Wirklichkeit des tatsächlichen politischen und gesellschaftlichen Lebens vernebelt und durch die linke Ideologie der geistige Horizont eingeengt. Die sexuelle, moralische, intellektuelle und politische Revolution in einem wurde der verführten Studentengeneration der 60er Jahre als Programm vorgestellt. Ziel war es dann, die bestehende Gesellschaftsordnung durch Klassen-, Parteien- und Geschlechterkampf sowie Familienkonflikt zu zerstören. So bewirkte die Frankfurter Schule nach dem Urteil Günter Rohrmosers, ich zitiere, die Entwicklung des Marxismus zu einer entscheidenden, vielleicht der entscheidenden gesellschaftspolitischen Kraft in der Bundesrepublik. Die im Zeichen der neomarxistischen Theorie der Frankfurter Schule stehende Phase der Entfachung der emanzipatorischen Bewegung in der Bundesrepublik hatte die marxistische Ideologiekritik dazu benutzt, die rechtliche, politische, wirtschaftliche und moralische Ordnung der Bundesrepublik als unhaltbar, repressiv, ausbeuterisch und latent faschistisch zu erweisen. Nachfolger von Horkheimer in Frankfurt wurde 1964 der Philosoph Jürgen Habermas, nach dessen Weggang 1972 Alfred Schmidt. Der allgemeine geistige Einfluss der Frankfurter Schule war naturgemäß vor allem in den linken Parteien, wie in der gemeinsamen marxistischen und internationalistischen Grundlage mächtig. Er reichte jedoch schon damals bis weit in die Gruppen der FDP und der CDU hinein. So gingen zum Beispiel Ralf Dahrendorf aus der SPD, der sich während der 68er Unruhen dann nach England absetzte, und die Kultusminister Ludwig von Friedeburg und Peter von Oertzen aus der Frankfurter Schule hervor. Nach dem von Habermas empfohlenen Marsch durch die Institutionen gelangten dann mit der rot-grünen Koalition 1998 fast ausschließlich Zöglinge der Frankfurter Schule oder 68er wie Schröder, Scharping, Lafontaine, Fischer, Trittin zu politischer Macht im wiedervereinigten Deutschland. Sie setzten nun die gesellschaftspolitischen, vorhin genannten, volkszerstörenden Forderungen ihrer geistigen Ziehväter verstärkt in Gesetze um. Über die in der Mehrheit von linken Inhabern und Mitarbeitern bestimmten Massenmedien, im Zeitungswesen wie im Fernsehen, wurde und wird noch immer das Gedankengut der Frankfurter Schule und der 68er in die breite Öffentlichkeit getragen. Es bewirkte den Zustand, dass in Deutschland heute fast nichts mehr so ist, wie es früher war. Ein echter Gesellschaftsumbruch fand statt, eine echte Kulturrevolution trat ein. Die Umerziehung war sehr erfolgreich. Ich möchte nun einige wichtige Schwerpunkte in den Wirkungen der 68er besonders betrachten. Zunächst einmal den Angriff der Frankfurter Schule und der 68er auf die Familie. Die Familie hatte gerade in Deutschland in der vorangegangenen Kriegs- und Nachkriegszeit, um mit den Worten des großen Soziologen Helmut Schelsky zu sprechen, sich als eine Institution von großer Beharrlichkeit und als letzter Stabilisierungsrest und sozialer Halt in einer sich auflösenden Welt gezeigt. In der Zeit der großen Not nach dem Krieg hatte sich der hohe soziale Bindungswert der Familie für die Jugendlichen erwiesen. Es gab zum großen Erstaunen des Auslandes bis in die 60er Jahre keine Verwahrlosung der Jugend, kein Ausflippen, keine blinde oder revolutionäre Gewalt gegen Personen oder Sachen, keine Drogenprobleme wie dann später. Die junge Generation damals fasste mit an und hatte großen Anteil am deutschen Wirtschaftswunder aus dem Nichts heraus. Wegen dieser Gemeinschaft bildenden und stärkenden Kraft war die Familie schon immer den Marxisten ein Dorn im Auge gewesen. Schon Karl Marx hatte in seinem Kommunistischen Manifest es als eine der Hauptaufgaben der sozialen Revolution bezeichnet, die Auflösung der Familie durchzuführen.
da sie ein Moment der Entfremdung sei. Später hat dann sein Mitarbeiter Friedrich Engels in seinem Buch Der Ursprung der Familie dargelegt und seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, dass die Gruppenehe wie angeblich in prähistorischer Zeit wieder entstehen werde. Und in den Kommunen von 68 tauchte die Gruppenehe ja auch wieder für einige Zeit auf. Als Neomarxisten zeigten die Vertreter der Frankfurter Schule und die 68er diesem marxistischen Programm zur Auflösung der Familie verpflichtet. Schon 1936 hatte Max Horkheimer, der jahrelange Leiter der Frankfurter Schule, in seinen Studien über Autorität und Familie der Familie das Entstehen des autoritären Charakters angelastet und sie für den autoritären Charakter der Deutschen verantwortlich gemacht. Er schrieb, die Familie in der Krise produziert jene Einstellung, die die Menschen für blinde Unterwerfung anfällig macht. Die Frankfurter Neomarxisten forderten so in der Nachfolge von Marx die traditionelle Familie als konservatives Bollwerk und reaktionäres Überbleibsel des angeblich überlebten Bürgertums zu zerstören. Die schon dem Homer zugeschriebene Erkenntnis, dass derjenige ein verkommenes Subjekt sei, der außerhalb der Familie lebe, solle aus dem Bewusstsein des Volkes verschwinden. Es solle durch das Gegenteil ersetzt werden, durch die Anerkennung des nur der eigenen Lustmaximierung dienenden Singles oder des Homosexuellen als fortschrittlicher Entwicklung. Das wurde dann auch jahrzehntelang in den Massenmedien angepriesen und in der linken Gesetzgebung gefördert. So wurde von den 68ern gerade die Familie als der angebliche Ort repressiver Zwänge diffamiert und herabgesetzt. Als zentrale reaktionäre Keimstelle sollte sie schon in der Schule entlarvt und von hier aus verunsichert werden. Folgerichtig ging auch die Stoßrichtung der von der Frankfurter Schule maßgeblich gesteuerten und von den 68ern vertretenen emanzipatorischen Pädagogik dahin, das natürliche Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern sowie das zwischen Lehrern und Schülern zu zerstören. Jede Autorität sollte abgeschafft werden, weil darin angeblich eine wichtige Voraussetzung totalitärer Herrschaft bestehe. Das Schlagwort der 68er, traue keinem unter 30, wies in die gleiche Richtung, in der der Generationenkonflikt verschärft, statt gelöst und fruchtbar gemacht werden sollte. Die 68er übernahmen, wie wir vorhin schon zum Teil gehört haben, die von der Freudschen Psychoanalyse überbetonte, dann über Wilhelm Reichs marxistische, sexökonomische Richtung scheinbar wissenschaftlich untermauerte Forderungen nach weitgehender Sexualisierung aller Bereiche. Sie predigten als Lebensziel die Lustmaximierung, etwa in den entstehenden Kommunen. Das traf die Familie ebenfalls in ihrem Kern und trug zu ihrer Abwertung in der Öffentlichkeit bei. Man braucht nur die Entwicklung der ersten Seite der Bild-Zeitung in den 60er und 70er Jahren zu sehen, um zu erfahren, wie die Entwicklung damals verlief. Aus derselben emanzipatorischen Quelle kam auch das scheinbar individualistische Motto, mein Bauch gehört mir. Daraus erwuchs auch die Forderung nach Freigabe der Abtreibung und damit nach Legalisierung des Mordes an Ungeborenen, die bald vollzogen wurde. Der Mutterleib, früher mit Recht als Ort und Sinnbild besten Schutzes, wurde zum gefährlichsten Ort der Welt. Unter dem Vorwand, dem Wohl der Kinder zu dienen und ihnen zu helfen und seine angeblichen unterdrückten Interessen zu fördern und eine moderne, progressive Erziehung zu ermöglichen, wurde so die Familie verunsichert und verleumdet, wurden die natürlichen und für jede Erziehung notwendigen Bedingungen an die Eltern in Frage gestellt und mit vielerlei Mitteln wurde versucht, die Kinder möglichst der Familie zu entfremden und sie der elterlichen Entwicklung zu entziehen. Dazu gehörte zum Beispiel auch die autoritäre Erziehung, die jede für den Bildungsprozess notwendige Achtung vor den Älteren und Lehrenden ablehnt und untergräbt. Dazu gehörte die gegen die Warnung verantwortungsbewusster Pädagogen und gegen wissenschaftliche Erfahrung durchgesetzte Bildung integrierter Gesamtschulen. Dazu gehörte auch die unsinnige Einführung der Mengenlehre an den Grundschulen, die, weil von den Eltern nicht beherrscht, diese als Unwissende vor den Kindern herabsetzen sollte. Und dazu gehören auch die bis in die Gegenwart und auch von der CDU verfolgten Bestrebungen, die Kinder möglichst früh aus der Familie herauszubekommen, herauszureißen und sie in Krippen, in Kitas oder Kindergärten zu indoktrinieren. Es sind jetzt gerade 2 Jahre her, da schrieb Berthold Kohler
als einer der Herausgeber der angesehenen Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Leitartikel unter der Überschrift Die Erblast der 68er. Ich darf zitieren, dass er darin rückblickend feststellte, nach 1968 versuchten die progressiven Geister in Deutschland, möglichst alles zu schleifen, was ihnen irgendwie als Herrschaftssystem vorkommen wollte. Autorität an sich ist damals als ein deutsches Erstproblem identifiziert worden, wie überhaupt alles problematisiert wurde, als die 68er als Lehrer an die Schulen kamen. Sie säten auch im Bildungssystem jenen antiautoritären Geist aus, der erheblich zu der Schwächung und Verwahrlosung der Schulen beitrug. Und den Beweis führten die PISA-Studien, ja, dann anschließend, die aus einem in der Welt bewunderten Schulsystem nachwiesen, wie die verheerenden Ergebnisse für Deutschland jetzt waren. Unter der auf die linksliberale Koalition ab 1982 folgenden Regierung Helmut Kohl erfolgte dann leider kein Kurswechsel in der Familienpolitik. Die versprochene geistige Wende blieb aus. Politiker wie Heiner Geißler oder Rita Süssmuth setzten die linke Politik der 68er bruchlos fort. Als Folge ging dann die Zahl der Eheschließungen und der Geburten weiter zurück. Die Verharmlosung als Schwangerschaftsabbrüche bezeichneten Morde im Mutterleib wurden legalisiert und sogar von den Kirchen anerkannt, von den Krankenkassen bezahlt und ihre Zahl pendelte sich auf hohem Niveau von jährlich mehr als 100.000 ein. Das Zusammensein mit Lebenspartnern oder Lebensabschlusspartnern wurde Mode, die Zahl der Alleinstehenden und Alleinerziehenden nahm zu, den Randgruppen kam man entgegen und wertete sie auf Kosten der Familie auf. Eine Bevölkerungspolitik zur Erhaltung unseres Volkes fand trotz immer bedrohlicher werdenden Geburtenschwundes gar nicht statt. Sogar das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bescheinigte der Kohl-Regierung mehrere Male eine die Familie benachteiligende Politik und nachwuchsfeindliche Rentenregelung. Kinder erwiesen sich immer mehr als große finanzielle Fehlinvestitionen. Im Programmentwurf der neuen CDU von Jahre 2000 waren von 1300 Zeilen ganze 49 nur der Familie gewidmet. Und das zu einer Zeit, in der die inzwischen regierende rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder daran ging, die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit der Ehe gesetzlich zu verankern und das Staatsbürgerrecht aufzuweichen. Vorreiter auf diesem Gebiet war der in der Frankfurter Schule hervorgetretene und nunmehrige Außenminister Joschka Fischer gewesen. Im ersten Halbjahr von Jahre 2000 hatte er, wie andere in der Regierung, nach 4 oder mehr Ehen gegen alle Traditionen die 9000 Mitglieder seines Amtes in Berlin, wie in allen Auslandsmissionen angewiesen, Homosexuelle auf allen Ebenen und in allen Rechten mit Eheleuten gleichzustellen. Angeblich zur Aufhebung von Benachteiligungen kleiner und umstrittener Randgruppen, in Wirklichkeit jedoch zur weiteren Zerstörung der Familie, wurde von den nun in Berlin regierenden 68ern die bisherige Verfassungsnorm zum Schutz der Familie aufgelöst. Inzwischen rühmen sich Ministerpräsidenten, die an sich Vorbilder für ihre Bürger sein sollten, auch solche der CDU, ihrer besonderen Veranlagung, und CDU-Minister übernehmen die Schirmherrschaft von Schulenparaden. Alles ein Erbe der 68er. Der größte Skandal dabei ist aber, dass solches von den Massenmedien und weiten Teilen, vor allem unserer gehobenen Gesellschaft, nicht mehr als Perversion, als Verkehrung der natürlichen Verhältnisse, sondern als Ausdruck ganz normaler Verhältnisse angesehen wird. Die Dinge stehen einfach Kopf. Und Jürgen Habermas, jahrelang der Leiter der für diese Entwicklung verantwortlichen Kaderschmiede der Frankfurter Schule und als Nichtpädagoge im linken 70er Jahrzehnt, der in der pädagogischen Literatur der Bildungsreform meistgenannte Wissenschaftler, bekommt nun nicht nur von seinen linken Gesinnungsgenossen Anerkennung, sondern auch von einem CDU-Bürgermeister der Goethestadt, der Stadt Frankfurt, den Goethe-Preis, oder vor wenigen Jahren von einem CDU-Ministerpräsidenten den Landespreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Ein anderer Punkt ist die auch schon erwähnte geistige Umerziehung der Deutschen. Durch ihre marxistische Grundeinstellung und die enge ideologische Verbindung zum Kommunismus waren die Angehörigen der Frankfurter Schule Internationalisten und damit auch Gegner einer nationalen deutschen Weltanschauung. Ihre Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus verstärkten diese Haltung und machten sie schon vor dem und dann vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg zu Verbündeten der Alliierten,
bei dem Ziel der Zerstörung des deutschen Volksbewusstseins. Nach ihrer Rückkehr an den Main wirkte der Kreis dann als wichtige Zentrale der alliierten Re-Education, der Umerziehung der Deutschen. Dazu gehörte vor allen Dingen eine gründliche Vergangenheitsbewältigung, eine einseitige Darstellung besonders der Geschichte des 20. Jahrhunderts mit ausschließlicher Beschuldigung der Deutschen für die Katastrophen seit dem Ersten Weltkrieg. Dabei wurden aber einseitig die Folgen des Versailler Diktats 1919 und die systematischen Kriegsvorbereitungen der Alliierten in den 30er Jahren ausgeblendet. Nicht zufällig übernahmen dann die 68er neben den revolutionären Bestrebungen auch die Forderung nach gründlicher Vergangenheitsbewältigung von ihren geistigen Ziehfedern der Frankfurter Schule. Sie sorgten dann mit ihrem anschließenden Einfluss über die Neue Linke dafür, dass dieses verzerrte und unberechtigt Deutschland allein beschuldigende Geschichtsbild weitgehend Eingang in die öffentliche Meinung wie in die Schulen fand und den Generationenkonflikt verstärkte. In einigen Bundesländern wurde sogar das Fach Geschichte ganz abgeschafft und durch Politologie, Soziologie oder Gegenwartskunde ersetzt. Die deutsche Geschichte wurde im Wesentlichen auf das Geschehen 1933 beschränkt und zur Grundlage einer Sühne- und Reuepolitik gemacht. Als exemplarischer Fall sei hier der sogenannte Historikerschein 1986 erwähnt. Der Berliner Historiker Ernst Nolte hatte die Einzigartigkeit der NS-Verbrechen mit Hinweis auf die zeitlich früheren und im Ausmaß größeren Verbrechen der Sowjetunion in Frage gestellt und eine Historisierung der Geschichte der Dritten Reiche statt der bisher üblichen ausschließlich moralischen Bewertung gefordert. Bezeichnenderweise war es nun der Nicht-Historiker, der Philosoph Jürgen Habermas von der Frankfurter Schule, der diesen Versuch Noltes und dann auch anderer Zeitgeschichtler endlich zu einer Normalisierung in der deutschen Geschichtsschreibung zu kommen, heftig widersprach. Er warnte davor, eine Historisierung der NS-Zeit zuzulassen, da sonst, wie er schrieb, neokonservative Zeithistoriker sich bemüßigt fühlen könnten, sich genau dieser Spielart von Revisionismus zu bedienen und man über eine Wiederbelebung des Nationalbewusstseins Konsens schaffen könne, was natürlich auf keinen Fall geschehen durfte. Als treuer Züchtling der Frankfurter Schule verurteilte Habermas auch scharf, dass Nolte die in der Öffentlichkeit lange unterdrückten Grausamkeiten und Opferzahlen der Sowjets im russischen Bürgerkrieg und Stalins bei seinen Säuberungen sowie den polnischen Antisemitismus der Vorkriegszeit überhaupt erwähnt hatte. Er nannte solche Erinnerungen, also von Tatsachen der Geschichte, unappetitliche Kostproben. Unter ausdrücklichem Bezug auf die Aufklärung trat Habermas damals für eine Beschränkung der Geschichtsforschung, für Aufrechterhaltung der Tabus in der Zeitgeschichte und für Unduldsamkeit gegenüber abweichenden wissenschaftlichen Ansichten ein. Er erklärte die Aufklärung wirksam voranbringenden Historiker wie Nolte als Gegner der Aufklärung eine für die Frankfurter Schule und die 68er bezeichnende Perversion der Begriffe. Hier wäre auch das Hamburger Institut für Sozialforschung zu nennen, unter Jan-Philipp Remsma, das die antideutsche Wehrmachtsausstellung propagierte und heraufbeschwörte. Lassen Sie mich noch einige folgenschwere lebenswidrige Ideen der Frankfurter Schule kurz erwähnen. Aus der Reihe sich lebensfeindlich auswirkender Ideen der Frankfurter Schule seien zunächst zwei Grundströmungen der kritischen Theorie genannt, die sich, wie vorhin schon einmal erwähnt, im Marxismus und in der Frommschen Psychoanalyse verbanden und dabei die inzwischen auch von der Wissenschaft widerlegte Milieutheorie gebaren. Danach gleiche der Mensch bei seiner Geburt einer Tabula rasa, einem leeren Blatt, und verdanke alle seine später auftretenden Fähigkeiten und Eigenschaften ausschließlich Einflüssen der Umwelt. Man sagte in den Reihen der 68er, bei richtiger Konditionierung, bei richtiger Beeinflussung durch die Umwelt könne aus jedem Kind eben alles gemacht werden. Und diese Ansicht bildet bis heute noch die Grundlage linker Erziehungsprogramme, vor allen Dingen in der Gesamtschule, obwohl Biologie, Genetik und Verhaltensforschung längst zweifelfrei erwiesen haben, wie falsch diese Theorie ist. Denn nach übereinstimmender Meinung der Fachleute, der echten Wissenschaftler,
sind bei einer normalen Umwelt die Umlehrer, die Erbanlagen weitaus stärker für die später vorhandenen Fähigkeiten und Merkmale eines Menschen verantwortlich als die Umgebung in der Jugend. Eine entsprechende Erziehung ist zwar notwendig zur vollen Entfaltung der Möglichkeiten, die der junge Mensch hat, aber es kommt darauf an, was der junge Mensch mitbringt, welche Möglichkeiten einem jungen Menschen überhaupt entfaltbar sind, welche Grenzen der Entwicklung, insbesondere seines Geistes, bestehen, ist vor allem durch das Erbe bei der Geburt bereits vorgegeben und damit entschieden. Eine im Gegensatz zu diesen uralten, durch die moderne Wissenschaft beschädigten Kenntnissen von der Bedeutung der Erbanlagen begründende Erziehung, wie die sich so stark auf Habermas berufende emanzipatorische Pädagogik ist, ist notwendigerweise menschenwidrig und verkehrt sich am jungen Menschen. Es ist ein Verbrechen am jungen Menschen, solche Theorie an ihnen auszuprobieren. Ähnlich verheerend hat sich der durchgehende Antibiologismus der Frankfurter Schule ausgewirkt, indem Biologie in den Lehrplänen der Schulen in den 60er, 70er Jahren zurückgesetzt wurden, die Erblehre ganz fast ausgeschaltet wurde, die Rassenlehre tabuisiert wurde. Die Wirklichkeit wurde eben durch die Ideologie ersetzt, die Wirklichkeit wollte man nicht wahrhaben. Diese Wirklichkeitsfeindlichkeit, insbesondere auf biologischem Gebiet, geht schon auf Marxens Naturfassung zurück, besser auf sein Unverständnis für die Natur, denn seine gesamten Auslassungen beweisen, dass Marx keinen Zugang zur Natur gefunden hat, dass er sie nicht begreifen konnte. Alfred Schmidt, selbst ein 68er, schrieb darüber, die Natur soll mit gigantischen technologischen Mitteln bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand beherrscht werden und als materielles Substrat aller nur erdenklichen Gebrauchsgüter allen Menschen dienen. Das ist eher ein Programm zur Ausbeutung der Natur und damit zur Zerstörung der Umwelt. Ausdrücklich setzte Schmidt an dieser Stelle hinzu, wo die marxistischen Autoren sich einmal darüber beklagen, dass seither die Natur alles heillos ausgeplündert worden ist, geschieht dies nicht aus Sorge um die Natur selbst, sondern aus ökonomischen Zweckmäßigkeitserwägungen. In Zukunft soll nicht die Ausbeutung der Natur aufhören, sondern die menschlichen Eingriffe in sie sollen so rationalisiert werden, dass auch ihre entfernteren Auswirkungen kontrollierbar bleiben. Marx wollte also die Gegebenheiten der Natur nicht nur nicht zur Kenntnis nehmen, sondern forderte auch in maßloser Überheblichkeit sogar die von ihm nicht zu leuchtenden Tatsachen in Natur einfach abzuschaffen. Er schrieb, selbst die naturwüchsigen Gattungsverschiedenheiten, wie Rassenunterschiede und so weiter, können und müssen historisch beseitigt werden. Diese naturfeindliche Einstellung beruht und steht in völligem Gegensatz zum germanisch-deutschen Denken, bei dem die Natur niemals etwas Relatives, nur auf den Menschen bezogenes war, sondern das Absolute, der Kosmos, die große Ordnung, der sich der Mensch zugehörig fühlt, die der Mensch bestaunen und verehren kann, die er zu verstehen und zu erkennen sich bemühen sollte. So lehrte zum Beispiel schon Paracelsus vor 500 Jahren, es gibt keinen größeren Feind der Natur als den, der sich für gescheiter hält als sie, die doch unser aller Meister ist. Und Goethe meinte sicher mit Recht, die Natur hat jederzeit Recht und gerade am gründlichsten dort, wo sie am wenigsten zu begreifen ist. Also beide drücken das Gegenteil von dem aus, was Marx unterstellte. Moderne Naturforscher unterstreichen auch diese Gedanken, so der Mainzer Chemiker Hans Sachse. Er schreibt, vom Organischen bis zum geistigen Bereich besteht eine tiefgreifende Formverwandtschaft von Mensch und Natur. Diese Form, diese Blutsverwandtschaft des Lebendigen ermöglicht es uns, die Natur zu verstehen. Und in einem materialreichen Aufsatz über den prinzipiellen Konflikt zwischen Biologie und Marxismus hat der angesehene Freiburger Biologe Hans Mohr sowohl die Wissenschaftsfeindlichkeit des Marxismus als auch seine ganz offenkundigen Verstöße gegen die biologische Wirklichkeit dargelegt. Und er kommt zu dem Schluss und Urteil, ich zitiere, unter den maßgebenden Naturwissenschaftlern und Wissenschaftstheoretikern der westlichen Welt besteht hingegen weitgehend Konsensus darüber, und zwar unabhängig von jeweiliger Parteizugehörigkeit, dass der dialektische Materialismus als philosophische Basis der Naturwissenschaften unbrauchbar ist. Der Marxismus beruht auf einer illusionären Anthropologie. Es ist blanke Illusion, auf den neuen Menschen zu hoffen, den die 68er ja gerade, wie auch im kommunistischen Russland, die Kommunisten herstellen wollten. Auch aus dem Grunde
ist die Theorie und Ideologie der 68er abzulehnen, denn sie vergeht sich an der Wirklichkeit, sie ist eine Scheinwirklichkeit. Daneben galt der Angriff der 68er der deutschen Identität. Die Angehörigen der Frankfurter Schule waren schon im Zweiten Weltkrieg in den USA, wesentlich, wie ich schon sagte, mit den Planungen zur Umerziehung der Deutschen beschäftigt und bildeten in der Nachkriegszeit das geistige Zentrum für deren gesellschaftliche Umsetzung. Theoretische Grundlage dieser Beziehungen war vor allem die durch Erich Fromms Arbeit in den 30er Jahren im Rahmen der kritischen Theorie entwickelte, wie wir heute schon hörten, auf Sigmund Freud zurückgehende Psychoanalyse. Sie hatte als eine Modeströmung weite Kreise der USA erfasst. Das ganze deutsche Volk wurde als ein seit Generationen fehlgeleitetes und von seinen Eliten seit Luther über Friedrich den Großen bis zu Adolf Hitler psychologisch in die Irre geführtes Gemeinwesen angesehen, das einer durchgreifenden Charakterwäsche zu unterziehen sei. Aus dem angeblich nationalistischen, autoritären, militaristischen und leistungsbesessenen, damit faschistischen Volk sollte mit den Methoden der Sozialpsychoanalytik eine antiautoritäre, demokratische, international denkende, friedliche und nur dem persönlichen Glück nachstrebende Gesellschaft gemacht werden. Der Hauptangriff der Kreise um Horkheimer galt in diesem Maße dem traditionsreichen deutschen Geistesleben, insbesondere der deutschen Romantik und dem Idealismus. Schon Heinrich Heine hatte die Romantik als, ich zitiere, das ekelhafte Gemisch von gotischem Wahn und modernem Lug abzutreten versucht. Dem ganzheitlichen deutschen Denken und der klassischen Philosophie setzte Theodor Adorno sein »Das Ganze ist das Unwahre« entgegen. Und er beschrieb herabsetzend Innerlichkeit als das geschichtliche Gefängnis des urgeschichtlichen Menschentums. Dagegen wurden bedeutende deutsche Dichter wie Heinrich von Kleist oder Konrad Ferdinand Meyer angegriffen und verschwanden, wie bald auch die großen Klassiker zugunsten von Brecht, Kafka und Grass, aus den Lehrplänen der Schulen und lange verstorbene Größen der deutschen Literatur wie Gustav Freiter oder Hermann Lönz wurden antisemitische Stellen vorgeworfen, die bei Neuauflagen dann der Bücher ausgemerzt wurden. Volksbewusste Schriftsteller wie Adolf Bartels oder Hans Grimm wurden ganz verfemt und ihre Bücher aus den Bibliotheken entfernt. Junge Deutsche konnten zumindest in den SPD-regierten Ländern das Abitur ablegen, ohne je mit Schiller oder Goethe in Berührung gekommen zu sein. Und das deutsche Theater, das ja nach Friedrich Schiller eine moralische Anstalt sein sollte, verkam unter diesem Geist zu einer ausgesprochen unmoralischen Einrichtung, der die Zuschauer davonließen. Besucher von Stücken des Frankfurter Schauspielhauses machten sich eine Zeit lang einen Spaß daraus, darüber zu wetten, in welchem Akt der erste nackte Mann über die Bühne lief. Eine ähnliche Entwicklung erfolgte oft auf dem Bereich der bildenden Kunst durch die weitgehende Zerstörung der schönen Form und durch einseitige Förderung der abstrakten Kunst und des Miserabilismus. Diese bewusste Zerstörung der deutschen geistigen Tradition und die Abtrennung der Jugend vom Denken ihrer Vorfahren gehörten zum allgemeinen Angriff der Frankfurter Schule und ihrer Zöglinge auf alle Überlieferungen und Bindungen. Sie sollten den jungen Menschen geistig wurzellos machen und damit ihr die allein angebotene marxistische Ideologie zu billigen und sie dafür anfällig werden lassen. Über die Zerstörung der Familie wurde auch ein Anschlag auf die biologische Zukunft des deutschen Volkes geführt. Seit den 70er Jahren, nicht zufällig kurz nach dem 68er Unruhen mit dem Motto »Mein Bauch gehört mir«, sowie der dann durchgesetzten Forderung nach Freigabe der Abtreibung und unter den linksliberalen Bundesregierungen beginnen, werden in Deutschland jährlich immer weniger Menschen geboren als sterben, sind in Deutschland ein sterbendes Volk geworden. Diese Änderung im generativen Verhalten der Menschen hat natürlich auch geistig-seelische Ursachen. Wer nur zur Kritik an und zum Hass auf das Bestehende, auf Familie und Volk erzogen wurde, wer von der Vergangenheit seines Volkes abgenabelt wurde, wer sie nur als Horrorkabinett gelehrt bekam, wem Pflichten und Opferbereitschaft als faschistische Tugend verächtlich gemacht werden und wem der eigene Lustgewinn das Höchste bedeutet, der lebt eben nur in der Gegenwart, sieht in Familie und Kindern nur eine Fehlinvestition und kümmert sich nicht um die Zukunft seines Volkes. Aus den traditions- und gemeinschaftsbewussten Deutschen, dem Volk der Dichter und Denker, der Forscher und Wissenschaftler, der preußischen Tugenden, den Typ des wurzellosen, nur materiell Denkenden, in der Genuss- und Spaßgesellschaft aufgehenden, volksvergessenen Zeitleuten zu machen, der dann auch politisch noch leicht zu manipulieren ist, das war genau das Ziel
der 68er und ihrer Ziehväter der Frankfurter Schule. Und es ist ihnen leider mit Hilfe und kräftiger Hilfe der Massenmedien und der Politiker und des in deren Sinne wirkenden Fernsehens weithin gelungen. Durch die von der Frankfurter Schule maßgeblich bewirkte Zerstörung alles nationalen und volksbewussten Denkens konnte es auch geschehen, dass trotz zahlreicher Warnungen seit den 60er Jahren immer mehr Ausländer in die Bundesrepublik aufgenommen wurden. Jahrzehntelang wurde jeder Versuch, eine volkserhaltende Bevölkerungspolitik anzumahnen, als faschistoid verunglimpft und selbst das Wort Bevölkerungspolitik tabuisiert, sodass kein Politiker es wagen wollte, eine solche Politik einzufordern. Die von der Frankfurter Schule vertretene Gleichheitsideologie ließ aus den wegen Arbeitermangel angeworbenen Fremdarbeitern über die Gastarbeiter die ausländischen Mitbürger werden. Auf Druck der linken Gutmenschen wurden den Ausländern in Millionenzahl der Zuzug samt ihren Familienangehörigen gestattet, dass in den großen deutschen Städten Ausländerghettos entstanden. Nun wundert man sich über die angehäuften sozialen Sprengstoff. Und es ist schwer angesichts der bereits von der rot-grünen Koalition durchgeführten Aufweichung des Staatsbürgerrechts und der geplanten Regelungen für weitere Zuwanderung nicht an eine gewollte, dadurch bewirkte systematische Zerstörung des deutschen Volkes zu glauben. Die Forderung linker Kreise nach einer Ablösung des deutschen Volkes durch eine multikulturelle und multiethnische Bevölkerung werden immer offener. Erst hieß es, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Jetzt geht es nur noch um die Integration. Mit einer solchen Entwicklung, zu dem den Deutschen schmackhaft gemachten Volksselbstmord durch Geburtenverweigerung mit gleichzeitiger Auffüllung des deutschen Siedlungsraums durch Ausländer, wäre dann die durch zwei große Kriege eigentlich einen zusammenhängenden 30-jährigen Krieg gegen das Reich von den Alliierten nicht erreichte Vernichtung des deutschen Volkes endlich gelungen. Die Endlösung der deutschen Frage, nur der bezeichnende Titel eines Buches des Soziologen Robert Hepp, wäre dann von den deutschfeindlichen Kreisen erreicht worden. Und das war ja gerade auch eines der Ziele der Frankfurter Schule und der 68er. Völker können sterben und sind in der Geschichte gestorben, müssen aber nicht sterben, wie die Mainzer Anthropologin Ilse Schwiletzki nachgewiesen hat. Meist sind die vergangen, wenn sie im Wohlstand verkamen und Kultur und Sprache eines Siegers übernahmen. Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Anfänge des Bundesrepublik hat sich das deutsche Volk auch unter großer Not als verjüngungs- und widerstandsfähig erwiesen. Sind ihm wirkliche Schübe in die Moderne gelungen, hat es volksbewusste Eliten gefunden. Wie in früheren Jahrhunderten gab es dabei Zeiten, in denen viele verzweifelten und das Finis Germania gekommen sahen, das dann aber doch nicht eintrat. Auch unter fremdem Geist und langer Besetzung konnten die Deutschen immer wieder auf die Dauer ihre Eigenart bewahren und schließlich durchsetzen. Es kommt eben nur darauf an, dass sie ihrem Wesen treu bleiben und den fremden Geist überwinden. Wie nach Carl Schmitt für die Politik die Erkennung des Feindes unverzichtbar ist, bedarf es auch bei dem Versuch, zu der seit langem notwendig und von Helmut Kohl zwar versprochenen, aber dann verratenen geistigen Wende, der Kenntnis der Kräfte und Kreise, die den bedauerlichen gegenwärtigen Zustand maßgeblich mitbewirkt haben. Für die geistige und seelische Not der Deutschen in der Gegenwart ist als eine der maßgebenden Ursachen das Wirken der 68er und der Frankfurter Schule zu nennen. Sich mit diesem verhängnisvollen Tun zu befassen und ihre folgenschwere Auswirkungen zu erkennen, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein zukunftsträchtiges Handeln. In Erkenntnis dieser verhängnisvollen Entwicklung unter dem Einfluss der Frankfurter Schule und der dann dieser verblichenen 68ern schrieb schon vor 30 Jahren der konservative Schriftsteller Friedrich Franz von Unruh in seinem Buch Klage um Deutschland eingehende Worte. Ich darf daraus kurz zitieren. Ich klage um Deutschland, nicht weil es besiegt, zerstückelt und entmachtet ist. Ich klage um Deutschland, weil es sein Wesen preisgibt, weil es verunsichert und verstört seine Seele verrät. Ich klage um Deutschland, weil es seine Herkunft vergisst. Um jenes Deutschland, wo Überlieferung noch ein dankbar und sorgsam gehütetes Erbe war, wo ein Wort noch ein Wort, Recht, Recht, Treue, Treue, Verrat, Verrat und Schande, Schande war, wo man die dunklen Gewalten kannte, aber Kraft und Mut hatte, sie zu bestehen, wo Korruption fremd und Opportunismus verächtlich war, wo Pflicht höher stand als Genuss und Armut oder Reichtum kein Wertmaßstab war, wo noch nicht gefragt wurde, ist Leistung unanständig
sondern Leistung schwerer als Geltung wog und mehr Sein als Schein der Grundsatz einer Elite war, wo es galt, so zu leben, dass es beispielhaft wirkte, wo ein Deutscher zu sein eine Ehre im Abendland und weithin in der Welt war, wo es nur ein Deutschland gab und kein Herausreden auf ein anderes Deutschland, wo Heimat und Vaterland nicht verfemte Vokabeln, sondern unantastbare Güter waren, wo mehr als Parteimitgliedschaft der Charakter wog, wo Deutsch zuverlässig, echt, unverfälscht hieß, wo die Urzelle der Nation, die Familie, ein Sanktum war und die gute Ehe nicht spießbürgerlich, sondern vorbildlich hieß, wo Ehrerbietung vor Eltern und Älteren, vor Wissen und Leistung und gar großem Menschentum noch natürlich war. Ich klage um Deutschland, das Land, in dem Dichtung und Literatur nicht Politologie, sondern Leuchtfeuer in der Seele waren, wo man nicht scheu trug, deutsche Dichtung zu sagen, weil das dem oder jenem als reaktionär oder restaurativ missfiele. Ich klage nicht um ein fiktives, erträumtes, nie dagewesenes Land, sondern ein miterlebtes, das stärker oder schwächer im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und trotz allem und allem im Dritten Reich und danach noch vorhanden war und erst jetzt Zug um Zug, Jahr um Jahr entschwindet. Soweit Friedrich Franz von Unruh. Wir sehen, wie die Lage ist und müssen was dagegen tun. Und dazu ist es wichtig, wie ich vorhin schon nannte, den Feind zu erkennen, die Ideologie der 68er und zu sehen, wie sie heute nur verharmlost wird. Dazu ist Information notwendig und dazu sollten wir uns als erstes bekennen und dafür alles tun. Dankeschön.